Ich bin Moritz Plawki und kämpfe in der Gewichtsklasse bis 60 Kilo bei den Olympischen Spielen in Tokio. Verrückt, lässig und dass ich oft auch Sachen mal verliere, dass ich sehr vergesslich manchmal bin. Oh, ich muss sagen, ich war schon oft in Japan und ich muss sagen, Japan fasziniert mich einfach. Es ist einfach super sauber und ich mag es einfach irgendwie dort zu sein, obwohl ich eigentlich keine Städte mag. Muss ich sagen, in Japan fühle ich mich trotzdem wohl. In Tokio, aber sowohl in Tokushima, wo wir da auf Trainingslager waren, war es auch immer wunderschön. Oh, auf jeden Fall meine Beweglichkeit, meine Technik, würde ich auch sagen, also ich ein gutes Gefühl habe. Ja, und gleichzeitig meine Schwächen sind, ich habe ein Kraftdefizit, aber daran bin ich auch gut am Arbeiten, dass ich bei den Olympischen Spielen fit bin. Nee, das habe ich nicht. Ich habe nur Kämpfer, wo ich sage, boah, die kämpfen geil. Zum Beispiel der Zantaraya, da war ich selber noch jung. Und der macht einfach einen super Judo. Ich denke, das gefällt jedem. Es gibt viele Ereignisse, zu denen man zurückdenken kann. Besonders wenn man dann mal im Zimmer sitzt und darüber redet, da fallen einem unglaublich viele ein. Also so witzige Sachen, die auf Lehrgängen passiert sind. Ja, das sollte man besser. Das bleibt in der Gruppe. Da zu kämpfen und dort das ganze Feeling aufzunehmen. Und ich weiß, da habe ich so lange drauf hingearbeitet. Und einfach das zu erfüllen und dort alles zu geben. Also sie war jetzt sehr schleppend. Ich hatte Corona und dann durfte ich lange nicht trainieren. Deswegen, aber jetzt auf jeden Fall komme ich wieder zurück und komme so langsam wieder rein. Und das ist sehr gut. Schwierige Frage, weil ich glaube, da ist man so unter Stress. Da mit dem Trainer natürlich. Also, dass der Trainer einen beruhigt, dass er einen runterbringt und sagt einfach, dass ich das genießen soll und einfach kämpfen soll. Ich denke, dann geht es einfach nur noch um Kämpfen. Schwierige Frage. Also, darüber würde ich mir erst Gedanken machen, wenn ich wirklich aus Tokio wiederkomme mit der Medaille, weil das ist ein sehr anstrengender Weg und danach erstmal einen Monat Pause oder zwei Monate Pause, das wird gut tun. Aufzug oder Treppe? Aufzug. Film oder Serie? Ein Film. Auslosung komplett anschauen oder nur die erste Begegnung wissen wollen? Die erste Begegnung, ganz wichtig. Dein Gesichtsausdruck, wenn der Flug nach Tokio 12 Stunden Verspätung hat?